Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Hogwarts Legacy. Ich habe hier nochmal ein bisschen den Raum angepasst. Ihr seht, ich habe die Wände alle so mit dunklem Holz gemacht und den Boden nochmal geändert. Den kann man tatsächlich auch farblich anpassen. Habe ich jetzt mal hier so mit Gelb gemacht. Dann habe ich hier noch einen Teppich hingelegt und ein bisschen Zeug an die Wand gehängt. Kerzenleuchter habe ich aufgehängt noch. Die Nischen hattet ihr ja gesehen. Die Bilder habe ich nochmal geändert. Da habe ich auch nochmal Kerzenleuchter hingetan und hier nochmal ein paar Bilder aufgehängt. Hier habe ich eigentlich nichts weiter geändert, außer den Kerzenleuchter halt. Auch hier habe ich das dunkle Holz benutzt und so. Und an der Decke und überall. Und ja, ansonsten ist jetzt eigentlich alles so, wie es sein soll erstmal. Ich habe auch geguckt, so die anderen Sachen will ich gerade nicht aufstellen. Ja, und wir sollen jetzt mit Deke sprechen. Was ich mir auch gleich noch holen werde, ist noch ein mittlerer und ein großer Pflanztisch. Was ich noch gar nicht geguckt habe, ist, was ich denn hier an meinem Brautisch überhaupt machen kann. Kann ich da eigentlich alle Tränke herstellen? Ich glaube schon, ne? Das ist egal. Ich glaube, es gibt nämlich auch große Brautische. Da dauert das dann vielleicht nicht so lange. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir dann mal in den Laden nochmal von diesem, wo wir die Sachen hier kaufen konnten und schauen mal, was es da so gibt. So, reden wir jetzt erstmal mit Deke. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkle, mysteriöse Räume finde ich am besten. Nein, natürlich und erdverbunden wäre schön. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Oh, macht er jetzt nochmal alles anders? Bitte nicht. Ah. Hat er jetzt quasi das Licht geändert. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Oh. Ah, und da geht's dann quasi raus, oder wie? Nee. Ist das jetzt größer geworden? Hör mal. Ich glaube schon. Wow. 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 Das ist ja noch größer geworden. Was? Um Gottes Willen. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wahnsinn. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Wahnsinn. Jetzt ist das noch größer. Auftrag abgeschlossen. Innendekor. Ob hier dann auch nochmal sowas, nochmal mehr Räume entstehen? Das würde mich echt interessieren. Okay, jetzt ist hier auch nochmal Raum entstanden. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Zimmer quasi und einen großen Raum. Okay, das passe ich dann ein anderes Mal an. Heftig, wie viel. Aber wir können uns mal kurz die Sachen hier vielleicht noch angucken, was man damit machen kann. Da haben wir einmal diese Wand, natürlich wieder die botanische, die eklektische und die gotische. Nehmen die. Und ich hatte das immer so in schwarz. Das sieht halt so komisch aus, wenn das alles so in gelb ist. Deswegen mache ich das immer so in dunklem Holz. Das finde ich eigentlich ganz schön. Was? Anschauungsmaterial ändern. Ah, okay, dann kann man da nochmal zurück. Ja, ja, okay. Die Wände, die würde ich mir halt gerne nochmal angucken, was ich da ändern kann. Wissenschaftlich, botanisch, das andere und gotisch. Und dann in dunkel. Man kann dann auch, wenn man möchte, hier quasi einfach das gedrückt halten, so.
Und dann sagt er, man kann die gesamte Architektur wechseln und dadurch werden dann quasi alle Sachen hier im Raum geändert, die da quasi zu diesem Bereich gehören. Könnt ihr euch jetzt mal kurz angucken. Zack, 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 zack. Eigentlich müsste er jetzt alles ändern, macht er aber nicht. Das funktioniert offenbar noch nicht so richtig. So, was haben wir hier? Wissenschaftlich, botanisch, eklektisch und gotisch. Wo mir das Gotische auch gut gefällt, aber ich bleibe jetzt mal beim botanischen Stil. Man kann das ja später auch noch alles ändern. Oder hat er jetzt nur oben angepasst? Wartet mal, wir probieren das nochmal. Ah, jetzt macht das. Seht ihr das? Jetzt hat er alle unteren Wände quasi alle gleich gemacht. Und die oberen, ah ja, doch, die hat er auch schon angepasst. Tatsache. Da seht ihr mal, das hier kann ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist ja auch unterschiedlich. Einmal so, einmal so. Dann geht's noch so und so. Aber ich lass mal so. Sehr schön. Ach, ist das hübsch. Hat er das hier auch gleich mit angeglichen? Wartet mal. Fenstereinheit? Nee, hat er nicht. Okay, geh mal ein Stück zurück, damit wir das besser sehen. Also einmal hier so mit hohen Fenstern, dann so runde Fenster. Dann haben wir hier noch so... Ja, sieht so ein bisschen aus wie Kirchenfenster und die gotischen natürlich. Und ich mach das. Halt. Stopp, ich habe noch was vergessen. Die Farbe natürlich. So, jetzt aber. Ja. So, und dann sollte er das hier doch alles geändert haben. Ich finde das sehr, sehr schön. Und da oben... Die Decke, die hat er auch schon gleich mitgemacht. Das ist wunderbar. Okay, sehr schön. Ja, hier die Sachen, die mache ich dann nochmal weg. Gerade. Hallo. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich will den Teppich da weg haben. Ich krieg den nicht weg. Jetzt. Ist manchmal ein bisschen schwierig, die Sachen hier zu erwischen. Das kann eigentlich stehen bleiben. Das ist ja schon im richtigen Stil. Aber das hier zum Beispiel. Das will ich hier nicht haben. Und diese Sachen hier auch nicht. So. Na komm. Den Stuhl bitte. Nein, ich will den Stuhl wegmachen. Jetzt. Ja, die Bilder, da gucke ich dann mal. Und das, das. Naja, das, wie gesagt, mit den Bildern, das passe ich dann noch an. Aber hier haben wir auch nochmal ganz schön viel Platz. Hier würde ich dann vielleicht tatsächlich die Pflanztische reinstellen oder so. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Hier kann ich auch noch angleichen und den Boden kann ich hier auch noch ändern. Oh mein Gott, gibt es hier viel zu tun. Ja, okay. Ich langweile euch, glaube ich, gerade schon. Gut, da haben wir hier alles schick eingerichtet. Ich würde jetzt mal ganz kurz nach Hogsmeade porten, mir mal einen großen bzw. mittelgroßen Tisch zum Pflanzen kaufen, damit wir die Schrumpelfeigen auch anpflanzen können. Und dann können wir mal hier in den Laden nochmal gucken. Wegen... Ja, das ist ja der Laden, wo wir die Tische kaufen, genau. Nein, nicht so. Der Mann im Hintergrund, gibt's was? Nein? Okay. Der Mann im Hintergrund steht neben mir und guckt. Auf geht's nach Hogsmeade, sagt sie. Ja. Hogsmeade. Tja, ich frage mich, wann wir das hier mit den Schlösser öffnen lernen. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Wartet mal, ich muss mal auf die Karte gucken. Nee, ich bin nicht falsch gelaufen. Ich bin richtig gelaufen. Ich muss hier entlang. Und dann hier vor. Ja. Da sollte der Laden sein, den ich suche. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Ja, jetzt sehen wir uns wieder, habe ich doch. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, gucken wir mal, was gibt's denn hier so? Zauberanweisen Tierwesenfütterer. Ja gut, wir haben noch keine Tierwesen, deswegen kaufe ich das jetzt mal noch nicht. Schneidestation. Schneidestation. Brauche ich das? Dungkomposter.
Das können wir eigentlich mal kaufen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Der braucht immer einen Drang. Brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Materialverfeinerer. Benutze ihn zur Herstellung von Mondstein für Zauberanweisungen. Ja. Wir wollen jetzt erstmal Pflanztische kaufen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ach so. Hätte ich eigentlich... Na egal. Hätte ich eigentlich gleich den hier kaufen können mit zwei Töpfen. Na, ist egal. Wir haben jetzt den großen. Da kann man ja auch alles drin pflanzen. Mit zwei großen Töpfen. Ich kaufe, glaube ich, den hier auch nochmal. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. T-förmige Tränkestation, mittelgroße Tränkestation, fünf kleine Töpfe, drei kleine Töpfe. Ja, das ist alles erstmal egal. Das Zeug hier eigentlich auch. Das hier weiß ich nicht. Das nehme ich auch nochmal mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Den Rest lasse ich jetzt erstmal. Oh, stopp, ich wollte noch Sachen lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen verkaufen vielleicht. Weil hier das Zeug war ja... Warum hat er das nicht? Verbesserung nicht möglich. Warum hat er das nicht enthüllt? Ich habe das doch eigentlich alles enthüllen lassen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, das war alles schlechter. Genau. Das kann auch weg. Ja, hier muss ich gleich nochmal gucken, warum er das nicht enthüllen wollte. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Okay, dann haben wir die Sachen. Gut. Dann direkt wieder zurück nach Hogwarts. Das sind dann wahrscheinlich geheime Räume. Ja, Raum der Wünsche. Da will ich hin. So, pass mal auf. Warum hat er das nicht gemacht? Im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen. Strange. Irgendwie will er den nicht identifizieren. Naja, egal. Nee. So. Wir bauen uns hier mal noch die Kräutertische auf. Ach so. Schneidestation, Komposter, große Pflanztische. So, und ich möchte den mit zwei Töpfen. Wie groß ist der denn? Ui, der ist aber ganz schön groß. Sollen wir das vielleicht dann doch da unten machen? Wartet mal. Ich könnte den hier hinsetzen. So. Und ich glaube, ich setze mir da direkt noch einen hin. Vielleicht so. Ja. Dann kann ich direkt gleich ein bisschen mehr pflanzen. So, was haben wir noch gekauft? Dünger. Komposter, genau. Botanischer Komposter. So, wollt ihr euch die anderen eigentlich auch noch angucken? Sekunde. So sieht der eine aus. Das wäre unserer. Der noch und der noch. Ja, wir machen mal den. Packe ich jetzt erstmal hier so hin. So. Dann war da noch eine Schneidestation. Was ist das? Das sieht so aus. Auch ganz schön hübsch. Packe ich dann hier so hin. Dann hole ich mir gleich den kleinen Tisch noch runter. So. Kann ich mir aber eigentlich einen neuen aufstellen, oder? Den kleinen Schneidetisch. Den kleinen Pflanztisch. Packe ich mir dann auch nochmal hier zwei Stück mit her. So. Und so.
Und den oben, den kann ich ja dann wegmachen. Gut. Hä? Was war das jetzt gerade? Sekunde. Nee. Ja, das wollte ich noch ändern. Machen wir das mal einfach gleich. Kann ich ja dann später nochmal. So, der kann... Der kann dann weg. Okay. Und wir wollten... hier Dinge pflanzen. Also die machen jetzt immer Dünger. Und... irgendeine Pflanze. Das ist ja sehr nice. Okay, dann pflanzen wir jetzt mal hier auf jeden Fall. Kleine Pflanze. Malvenkraut ist auch eine kleine Pflanze. Knöterich, Venemosa tentacula, Schrumpelfeigen will ich hier an. Schrumpelfeigen will ich hier anpflanzen, genau. So, da auch. Schrumpelfeigen. Okay. Und hier. Chinesischer Kaukohl, Flussgras. Muss in Töpfen gefunden. Fokustrank. Nö, mache ich jetzt hier auch nochmal Schrumpelfeigen. So. 12 Minuten brauchen die, alles klar. Und in den kleinen Töpfen, mega Powertrank, Malvenkraut mache ich in die kleinen Töpfe. Dünger. Den Dünger mache ich gleich mal auf die Schrumpelfeigen, damit die vielleicht ein bisschen schneller wachsen. Alraune. So. Beziehungsweise, ich glaube, dann kommt da mehr raus oder so, ne? Schauen wir mal. Zack und zack. Um ihren Ertrag zu erhöhen, genau. Okay, dann wäre das das. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur warten, bis das Zeug gewachsen ist. Damit wir den Trank brauen können, den wir brauchen. Was mache ich denn in der Zeit? Das dauert ja jetzt quasi noch den Rest der Folge. Wir können mal gucken, was haben wir denn noch für Aufträge offen? Also, lerne mit Sebastian einen Fluch. Professor Sharps Aufgabe, das ist das mit dem Donnerbräu. Genau, die Flugprüfung könnte man machen. Oder das, ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht, Freunde. Und ich würde da mal anfangen zu suchen beim verbotenen Wald, weil da ist ja auf jeden Fall ein Wald auf der Karte. Und deswegen denke ich mal, wir müssen zum verbotenen Wald. Hier ist übrigens die Flugprüfung, genau. Da würde ich halt mal anfangen und dann gucken wir mal von da aus, ob wir dann vielleicht irgendwie einen Hinweis finden. Erstmal muss ich gucken, ob Nacht ist. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Nacht, genau. So, es ist Nacht. Dann gehen wir mal. Und der Mann im Hintergrund hat mir verraten, dass die quasi nichts sagt bei diesen Schatzkarten. Das heißt, wir müssen selber den Weg finden. Jetzt will ich mal gucken. Da ist ja so eine Brücke. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einfach Lumos drücke? Und hier ist doch dieser Bogen. Ach so, ist das von hier aus quasi. Das ist doch dieser Bogen, oder? Wartet mal. Hä, ist das das nicht? Ich guck jetzt auf mein Dings drauf. Da war doch wie so ein Bogen drauf. Sekunde, wo war das hier? Ja, hier. Mit Schildern? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Hier, das ist die Flohflamme neben dem Bogen. Das ist die Flohflamme. Wir müssen da vor. Und das ist die Brücke. Okay, pass mal auf. Dann bin ich doch eigentlich schon quasi da. Seht ihr das? Hier, wartet. Also das da ist der Wald hinter uns, logisch. Ich bin so dumm. Hier, das ist der Bogen. Ja. So, und wir müssen zur Brücke gehen. Ich habe Lumos an. Oh mein Gott. Es war so einfach. Also ich wusste ja, dass ich zu einem Wald muss. Deswegen habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal beim alten Wald an. So, und den folge ich jetzt, oder was?
Bitte den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Tatsache. Ah, man muss nur den Anfang finden, dann ist es echt einfach gewesen jetzt gerade. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Der verbotene Wald ist halt der einzige Wald, der mir tatsächlich so eingefallen ist, den ich so wüsste, wo... Ich meine, hier ist überall noch auch Wald gewesen, aber... Ja, naja. Der verbotene Wald war halt so... Der Wald, der mir als erstes überhaupt eingefallen ist. Werde ich angegriffen? Und wenn ja, von... Von was werde ich angegriffen? Oh, einfach nicht drauf achten. Wir gehen einfach weiter, Leute. Bitte, ich bin gar nicht da. Oh. Mondstein? Nein, die Kerzen. Ich bin so dumm. Da sind sie. Lumos. Okay. Extreme Danger. Ihr führt uns das hin. Der Schatz muss in der Nähe sein. Oh nein. Okay. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Das ist ja süß. Das finde ich irgendwie hübsch. Die Schatzsuche liegt mir. Okay, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ich freue mich. Es war gar nicht so schwer. Man musste nur den Anfang finden. Wie gesagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, der verbotene Wald ist halt so der einzige Wald, wo ich jetzt denken würde, der ist es. Aber dass ich jetzt dann direkt am Eingang die Lösung finden würde, das habe ich nicht gedacht. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier hin und machen das erstmal. Da kann ich doch bestimmt... Wartet mal, Karte von Hogwarts. Da kann ich doch bestimmt... irgendeine Flohflamme benutzen, die hier. Ja, warum kann ich da denn nicht hin? Horten. Was ist es? Es ist eine Spinne, oder? Wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Okay, es ist weg. Was auch immer uns da angreifen wollte, es ist weg. Darf ich jetzt wieder teleportieren, bitte? Ich will hier weg. Okay, da. Genau, ich will... Wartet mal, hier ist das Quidditch-Feld. Dann wollen wir doch hier hin, würde ich sagen. Gut, dann machen wir noch die Flugprüfung und dann... Schauen wir mal. Dann muss ich, glaube ich, auch dem Mann im Hintergrund gleich mal helfen. So ging das, genau. Alles klar. Wartet mal, hier gibt es bestimmt auch noch versteckte Sachen. Stopp. Revelio. Gibt es hier echt keine Seite? Das kann ich mir kaum vorstellen. Tatsache nicht. Okay, das Quidditch-Feld. Revelio. So, da hinten ist die gute Dame, die wir finden müssen. Hey du, Hufflepuff. Imelda, sei mal nicht so unverschämt. Und was ist hier? Revelio. Nix, na gut. Also... Imelda Reyes? Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Geh den Scheißdreck an. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Mhm. Ach komm, wir sagen das. Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe es sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz.
Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Wow. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Hufflepuff. Und ich habe letztens noch zum Philipp gesagt, es gibt irgendwie überhaupt keine unfreundlichen Charaktere in diesem Spiel. Weil irgendwie sind immer alle nett zu einem. Aber Tatsache, es gibt doch jemanden. Es freut mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe übrigens, wisst ihr was, wir quatschen ganz kurz. Ich habe übrigens letztens auf einer Seite nochmal einen anderen Test gemacht, einen anderen Haustest, der mehr Fragen hat. Und da bin ich übrigens auch Hufflepuff geworden. Und ich will auf dieser Wizarding World oder wie das Ding heißt Seite nochmal den Test machen. Mal gucken, ob ich da auch Hufflepuff werde. Dann bin ich definitiv Hufflepuff, weil die zwei Fragen hier im Spiel, naja, das sehe ich jetzt mal nicht so als geltend an. Aber wenn es dann so 12 Fragen sind, das ist dann schon was anderes, ne? Was für Strecken sind denn das? Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn es sein muss. Diese Boah, ist die Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind 3 Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Okay, dann machen wir das. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Wir werden sehen. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Okay. Alles klar. Geschafft. Ui. Da habe ich jetzt keinen mitgenommen. Shit. Mann. So. Wir schaffen das trotzdem, Freunde. Hm? Klasse. Runter! Daran Nein! Man sich nicht so schnell. Ah, nochmal von vorn. Mist. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, ich habe keinen Ring ausgelassen, oder? Bin ich Erster oder was? Daneben. Scheiße. Okay. Ich glaube, ich muss es eh nochmal machen. Ich muss mich erstmal an das Lenken hier gewöhnen, richtig? Geschafft. Okay. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich hoch und runter mit dem einen und links und rechts mit dem anderen Ding mache. Und habe ich es jetzt geschafft? Ich habe es, glaube ich, ich habe es gerade so geschafft. Uiuiui. Okay, gerade so geschafft, Freunde. Aber ich habe trotzdem nicht perfekt geflogen. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Natürlich habe ich gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Ich will deinen Respekt nicht. Nein, das werden wir sehen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks.
Alles klar, gut. Kehre zum Podium zurück, um andere Raser herauszufordern und in der Rangliste auszusteigen. Naja, da gucken wir uns dann das nächste Mal noch ein bisschen um, meine Lieben. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Mr. Weeks wird sich ja gern hören, oder auch ein Abo oder gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Hogwarts Legacy. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.